Der Baum ist zurück! 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 Zuerst mit dem Stuhl, der ist von Herkunft. Dann fordert er noch zwei Kohle auf. Sie ist die besten Buben. Aber ich weiß, sie haben sich trotzdem einen Applaus verdient. Die Feuerwehr Dietrichschlag des unsachgemäßen Maibaumdiebstahles an. Winkelhofer, seines Zeichens Kommandant und verantwortlich für alle Untaten seiner Kameraden, als Ankläger angeführt. Hiermit ist die Behandlung eröffnet. Was sehen Sie hier? Einen Landwettler Maibaum. Ich hab's geahnt. Letztes Jahr haben wir die Dietrich Schläger, also die Landzwellinger, haben die Dietrich Schläger den Maibaum gestohlen. Und da waren natürlich schon ein paar dabei, die was das nicht so gefallen hat. Und da ist mir dann schon vorgekommen, da haben sie schon ein geredet, ob es nicht nächstes Jahr uns im Maibaum. Aber was tun natürlich die Dietrich Schläger? Sie stellten trotzdem. Wie erklären Sie sich diesen erneuten Diebstahl? Das ist einfach damit verbunden, dass der Maibaum so ausgestochen ist da, dass sogar die berühmten Diebe von dem Linzer Maibaum da Guster gekriegt haben auf den Baum, und das war ganz klar, dass die den geholt haben und nicht den unseren. Es folgt dann die Urteilsverkündung. Der wegen Anschuldigung durch die Anklage verurteile ich Sie zur Höchststrafe. Zur Höchststrafe von 3 Monaten Arbeitslager am Schanzbaum Gut Vulgo Schneider Sitten. Wo kommt das Bier her? Sachlage ist der Angeklagte in allen Punkten frei zu sprechen. Die Verhandlung ist somit erschlossen. Der Maibaum mit dem Fasser Bär geht an die Losnummer 201. Der Gewinner des Konzerts am Maibaum ist das Losnummer 349.
Frau Schwarz, waren Sie auch dabei, Herr Pernstein? Nein. Du musst mich auch noch drauf fahren. Lass das einfach auch nicht mehr. Was? Nein, das haben wir gar nicht geschaffen.